Drachen! Schließt euch Königin Chimera an. Ich übernehme hier unten. Samara kommt mit euch. Löscht diese Feuer und macht die Ballisten bereit. Bewegung, Soldaten! So, kannst du noch jetzt irgendwas dazu sagen? Dieser Pfad führt zum Mondtor hinauf. Wir müssen es erreichen, bevor die Drachen unsere Verteidigung durchbrechen. Okay, lebt wohl. Tschüss. Haut ab. Hier liegen schon die ersten alle tot. Wo ist ein Catrell? Abgehauen. Stiften hier. Verräter der. Zeit für waghalsigen Übermut und Verwegenheit. Jetzt ist er abgehauen. Ja, wie es was der gemacht hat. Gottes Willen. Catrell, Verrückten. Verrückte. Euraxische Soldaten? Die Mauern wurden durchbrochen. Tötet die Katzen und die Verräter! Hier geblieben, Jung. Da oben, ach, nee, ist Mädchen. Weitere euraxische Truppen. Und dann hört die Musik einfach auf. Warum hört die Musik jetzt einfach auf? Ich hab nichts getan. Ton ist noch da. Was sollen wir jetzt hier machen? Besiegt euraxische Truppen. Ach, hier. Da kommen sie. Macht euch bereit. Noch mehr Soldaten. Macht sie nieder. Ja doch, Mensch, du. Die könnten doch mal alle gleichzeitig schicken. So, was ist mit euch? Überraschung. Hauen vor der Nase, Catwell. Der Weg voran ist frei. Wir müssen Königin Chimera erreichen. Okay. Wir haben hier alles getan, was wir konnten. Wir müssen zum Mondtor und Königin Chimera finden. Alles klar, alles klar, alles klar. Tun wir doch. So, hier sind schon welche halb tot. Gareshri, nein! Oh nein. Bleibt bei diesem, alter Meister. Gareshri atmet noch, aber seine Verletzungen sind schwer. Er braucht einen Heiler. Samarak weiß, was er jetzt tun muss. Was meint ihr? Da Gareshri verwundet ist, muss jemand das Kommando bei dieser Stellung übernehmen. Jemand muss dafür sorgen, dass die euraxischen Soldaten und die Drachen auf genügend Widerstand treffen, um verlangsamt zu werden. Diese Aufgabe fällt Samarak zu. Seid ihr da sicher? Ja, Freundin. Das ist Samaraks Gelegenheit, die Fehler der Vergangenheit endlich wieder gut zu machen. Halt! Was ist das? Das Drachenhorn! Dieser weiß nicht, warum Gareshri es bei sich führte, aber ihr müsst es nehmen und das Mondtor erreichen. Königin Chimera braucht euch. Alles klar, viel Glück, Samarak. Geht jetzt, 5 Kralle. Es sieht immer so aussichtslos aus. Es ist jedes Mal dasselbe hier. Es ist immer dasselbe. Es sieht immer so aussichtslos aus und dann am Ende... Ah, stehst du da und gewinnst. Vielleicht hätte ich links statt rechts abbiegen sollen. Versuchen wir das nochmal. Komm her, ja, Jung. Wo ist er hin? Er ist weg. Hier wieder, einfach Ende. Was ist hier los? Oh, hier gibt es immer Loot. Hier gibt es mal Loot. Was zum Vergessen? Dieser Halunken übernehme ich, alte Forelle. Alte Forelle, Junge? Gehen wir zur Abnur, bevor die Monde ganz ausgerichtet sind. Junge, nee, Alter.
Wir sind jetzt offiziell die alte Forelle. Los, steht auf hier. Wer noch laufen kann, der hat sich jetzt gefälligst hier zum Kämpfen hier bereit zu... So, so sieht er gut aus. Haben wir hier noch irgendwo hin? Ah, da sieht schon nice aus, wa? Das sieht schon nice aus. Da ist das Mondtor. Da müssen wir hoch. Vor der Sonne, wir sind fast da. Was gut, dass ich das nochmal gesehen hatte mit diesem. Hier, du. Mein Schild hält nicht viel länger. Alter, das sieht mega aus. Habt ihr es? Schnell, setzt es ein! Ich bin so happy darüber, ja. Über Drachen. Drachen sind sowas von top. Die Monde haben sich ausgerichtet und das Tor hat sich geöffnet. Tamira hat auf jeden Fall etwas im Tempel erlangt, doch sie hat noch nicht herausgefunden, wie man es kontrolliert. Ihr wart bei ihr. Seht nach, ob sie die Öffnung schließen kann, bevor es zu spät ist. Okay. Seht ihr, wie die Monde sich auf das uralte Tor ausrichten? Mondbande öffnen einen Pfad zu Jodes Kern. Doch wie seid ihr an das Drachenhorn gekommen? Wo ist Gareshri? Und warum sind die Kampfgeräusche so nahe? Haben die Oraxischen Truppen unsere Verteidigung überrannt? Und wieso bin ich jetzt hier? Wieso bin ich jetzt hier duckt? Bin ich nur noch einen Meter groß oder was? Ja, was ist hier passiert? Gareshri wurde verwundet und die Drachen haben die Mauern durchbrochen. Was ist den Oraxischen Truppen gestattete, in Massen hereinzuströmen? Gareshri wurde verwundet? Und die Oraxischen Truppen sind hinter unserer Verteidigungslinie? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun, wir haben immer noch das Drachenhorn. Zumindest so lange, bis ihm die Energie ausgeht. Oder das zerbrechliche Relikt einfach auseinanderfällt. Ich wünschte nur, die Monde würden sich für mich bewegen. Ich dachte, die Einstimmung hätte euch die Macht verliehen, die Monde zu bewegen. Die Macht, ja, aber nicht das Wissen oder die Erfahrung. Ich werde weiter versuchen, die Monde zu bewegen und das Tor zu schließen. Aber ihr werdet die Oraxischen Truppen daran hindern müssen, diese Stellung einzunehmen. Ich zähle auf euch, Fünfkralle. Alles klar. So, verteidigt das Mondtor. Die Musik, wie so mal die Kampfgeräusche hier. Die hören einfach auf. Und die schicken immer mehr her. Oh. Oh. Hallo? Hallo? Okay, haben wir. Das Drachenhorn, unsere einzige Chance. Nein, Fünfkralle, noch nicht. Durch das Portal, ihr beiden, und nehmt das Drachenhorn mit. Kamira, wartet.
Heilige Scheiße, Junge. Als ich heute Morgen erwachte, hatte ich keine Reise zur Ebene von Jode eingeplant. Was? Hättest du mit rechnen müssen? 5 Kralle. Wir stehen auf der heiligen Ebene von Jode. Die Drachen sind hier bereits durchgekommen. Sie wollen in Jodes Kern eindringen. Wo bin ich hier? Laut den Erinnerungen, die ich im Schattentanztempel absorbiert habe, kamen eine Kina und die Mondpriester hierher, um die Monde zu ehren und sie nach ihrer heiligen Vereinigung wieder auf ihren jeweiligen Weg zu schicken. Hier war es auch, wo sie Kunsari half, die Macht der Drachen zu verbergen. Okay, ich verstehe nicht. Warum sollten die Drachen einwilligen, einen Teil ihrer Macht aufzugeben? Hier, auf der Ebene von Jode, werden die Erinnerungen mit jedem Augenblick klarer. Kunsari konnte Karl Grontiths eigene Gier gegen ihn wenden. Der Drache wollte von Anfang an die Macht von Jodes Kern, aber Kunsari hat ihm sogar noch mehr geboten. Was hat Kunsari Karl Grontith angeboten? Er bot ihm einen Weg, um die natürliche Macht von Jodes Kern mit der mystischen Macht seiner treuen Drachen zu verbinden. Karl Grontiths Gier war sein Untergang. Nun hat er endlich die Gelegenheit, all die gespeicherte Energie an sich zu reißen. Wir müssen ihn aufhalten. Dann lasst uns hinuntergehen. Okay. Denkt daran, meine Freundin. Ich bin nicht mehr der Kampfmagier, der ich einmal war. Ich muss das bisschen mir verbliebene Energie für den Augenblick aufsparen, an dem ich möglichst viel Gutes damit tun kann. Falls wir also auf etwaige Hindernisse stoßen, werde ich ihre Überwindung euch überlassen müssen. Wenn wir kämpfen müssen, 5 Kralle, dann müsst ihr unser Schwert und Schild sein. Sowohl Taren als auch ich müssen unsere Kräfte für den letzten Kampf aufsparen. Die sind alle so nutzlos. Bleibt doch einfach hier und macht nichts. Wisst ihr, was ich meine? Junge, nee. Das Ungeziefer belästigt uns noch immer. Verschlingt sie. Wie ihr wünscht, mein Bruder. Dann hast du das auch noch jetzt mit so einem Mondwächter zu tun, weißt du? Also, weil, Leute, ihr müsst euch mal um die richtigen Leute kümmern und nicht um die, die hier herkommen wollen. Freunde der Sonne, ne, das ist doch wieder völliger Humbug hier. Die Mondpriester bewachen noch immer diesen heiligen Ort. Naja, aber greifen uns an, anstatt den... Oh, was bin ich denn? Falsche Taste hier drückt. Greifen uns an, weißt du, während die Drachen da schön an dem Jodeskern rumnuckeln. Wenn du schießt doch mal auf den hier vorne, Mensch. Hallo? Ich brauch. Denk daran, meine Freundin. Naja, du bist nicht mehr der du mal warst. Die Mondpriester verehren jetzt neue Götter, ihr unbedeutenden Häppchen. Ja, was ist mit dir? Halt's Maul. Komm, kämpf mir. Hallo? 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 Ich komm nicht weg. Ja, aber größer hier, Junge. Das ist eine Riesenkatze. Bengalischer Tier oder was? Hä, ist der jetzt weg oder was? Was sind das da für Schwachmaten hier? Ihr habt doch. Guckt hier zu, wa? Wie eure Leute abgeschlachtet werden. Naja. Okay. Alles klar. Alles klar, Freunde. Dämliche Pack. Da warten schon die nächsten hier. Champion-Punkt habe ich erreicht.
Ich bin ja auch ein Champion, wa? Champion. Der Super-Champion. Meidet Mulan nur so gut ihr könnt. Weiter, Ungeziefer. Was ist denn da für ein Wasserding da? Was ist das? Was ist das? So, und er ist. Hä? Warum stehen die hier einfach rum? Sind die gerade gespawnt oder was? Stehen da rum wie Säulen da, weißt du? Denk daran, meine Frau. Naja, ich dachte, die haben mir was Neues zu erzählen. Oh! Boah, war gerade, ich hab bloß diese Knurren gehört. okay. Ja, wenigstens hat er Essensgeld dabei. So, Freunde, weiter geht's. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jodes Kern ist ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Die waren ja eigentlich. Ah, okay. Lass uns mal gucken, wie wir. Die größten sind immer irgendwie manchmal die schwächsten. Keine Ahnung, frag mich nie warum. So, wir halten uns jetzt erstmal nicht mit die restlichen. Lamir, Kalgrontit und Jodes Kern. Seid ihr hierfür bereit, Kamira? Denkt daran, meine Freundin. Na. Ja. Oh. Oh, wen machen wir denn da hier? Oh, Aaron ist da. Warte mal. Ich muss mal kurz antworten. So. Oh, moin. So, gut. Kalgrontit absorbiert Jodes Kern. Solange die Monde ausgerichtet bleiben, fließt unvorstellbare Macht durch ihn. Bringt mich auf diese Plattform, Tarn. Ich kann die Monde mit den Altären trennen. Ihr müsst euch um Mulamnir kümmern, Fünfkralle. Ich leite alle verfügbaren Energien in das Drachenhorn, aber setzt es vorsichtig ein. Ihr wagt es euch mir zu stellen, Häppchen? Jo, warum auch nicht? Wo ist denn überhaupt mein. Ja, nee, da ja. Oh. Ihr amüsiert mich, kleines Insekt. Überhaupt Schaden? Ja doch, das ist schon 99%. Lasst euch nicht besiegen, Mulamnir. Ja, komm her und kämpf, du Vogel. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Wie waren da die Wesen? Runterfallen.
Oh, ja, komm runter hier, du Lump, du. Begebt euch unter meinen Schild oder der Schrei des Drachen wird euch töten. Sos, Id, Vin. Das Drachenhorn, es wird euch gegen Mulan mir helfen. Jawohl, Junge, komm runter hier, du Lumpto. Das Ungeziefer hat mich zornig gemacht. Oh, okay. Die beten jetzt da. Ich muss jetzt erstmal hier diesen hier machen. Damit wir uns erstmal ein bisschen auf rüsten können. So, gleich sind wir voll. Sehr gut. Jetzt kann er runterkommen. Der Lump, der. Na, setzt er sich schon irgendwo hin jetzt? Jo, jetzt. Kommt in meine schützende Aura! Sofort! Naja, ich bin ja schon da. Los! Eat! Win! Naja! Insekt, stirbt! Sof Axlein! Naja, bisschen Zeugs hier. Sehr gut, sieht doch gut aus. Prozent hat er noch, also jeden Mal müssen wir, glaube ich, noch. Dann haben wir den Lump. So, raus mit den Schweinepriestern hier. Wo ist der? Da hinten. Hilf mir, Tarn. Der kann ja auch nicht helfen. Der ist ja auf unserer Seite.
So, haben wir voll? Ja, haben wir voll. Sehr gut. So, wo ist er? Da bicken die verleuchtende Schuhe, sag mal. Oh, Clanbann war weg. Mulan, ihr macht dich bereit für den Angriff. Lasst euch von meiner Magie schützen. Los! Geht! Wen? Naja, so, jetzt komm hier, mach hin hier. Junge, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu, sieh zu. Los, 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 los. Rasch! Lass das Drachenhorn ertönen! Oh. Jetzt hat er nur noch Tausende! Jawohl, jetzt ist er down. Du darf es nicht. Ja, ist er down. Ja, da mit dem Zeug hier, alles meins hier, so. Mulan mir getötet. Gut. Ich werde Akatosh ebenbürtig sein. Die Monde. Ich muss das Ritual vollenden. Jona und Jode, hört mich an. Die Macht, sie gehört mir allein. Trennt euch und setzt euren ewigen Tanz fort. Jetzt, Fünfkralle, lasst das Horn erklingen! Ihr habt es geschafft, Kamira. Ihr habt die Mondfinsternis beendet. Aber das heißt... Das Mondtor hat sich geschlossen. Wir sind gefangen, ja. Aber Mulamnir ist tot und Karl Grontid besiegt. Oh, hallo. Man findet alles immer erst am letzten Ort, an dem man sucht. Karl Grontid, ich frage mich... Ich freue mich sogar, euch zu sehen, Cadwell. Kommt, Kamira. Euer Volk erwartet seine Königin. Hab Dank, meine Freunde, für alles. Heilige, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ja, aber wo ist der hin? Wie haben wir den besiegt? Wo ist der hin? Der muss ja jetzt irgendwo sein. So, sprecht mit Kamira. Ja, ich will aber jetzt erstmal kurz mal gucken hier. Aaron hat ja noch was geschrieben gehabt. So, wo waren wir jetzt hier? Hier. Okay. Können wir das noch ein bisschen hochziehen hier? Und Erfolg. Offenbar ist gerade Erfahrungspunkte-Event. Das heißt, egal wie viel EP-Booster du sonst noch nutzt, alles wird verdoppelt. Also schön brav questen, was das Zeug hält. Bist du noch mit deiner Ausrüstung zufrieden? Falls nicht, mache ich dir bei Gelegenheit mal wieder neue, wenn ich dazu komme. Nö, ich bin noch mit... Bin... Habe ich Verteidiger jetzt geschrieben? Was? Hab gerade den Endkampf von L2er. So, hat er das jetzt abgesendet? Ja, hat er. Gut. Gut, dann wollen wir mal mit der Bande hier reden hier. Königin Kamira, seid ihr verletzt? Es geht mir gut. Etwas müde. Doch seht, die Monde sind nicht mehr auf einer Linie. Erzählt mir von den Drachen. Euraxias Truppen. Wie steht es um unsere Streitkräfte? Die Späher sagen, dass Euraxias Truppen und die Drachen flohen, als sich die Monde getrennt haben. Unsere Truppen sind nicht zurückgekehrt, aber die Mähne hat eine Botin geschickt. Eine Gesandte der Mähne? Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Macht er ihn nach? Und was ist das denn da? Irgendein Huhn? Ein Käfer? Ehre. Cadwell darin ballert da. So, haben wir hier noch einen? So.
Wir haben es geschafft, Fünfkralle. Wir haben die Monde wieder in Bewegung gesetzt und sowohl Mulamir als auch Kalgrontid besiegt. Ich wollte euch für alles danken. Elsweyr ist euretwegen heute sicherer. Wie habt ihr letztlich herausgefunden, wie man die Monde bewegt, Kamira? Meine bloße Anwesenheit auf der Ebene von Jode hat jene Erinnerungen aufklaren lassen, die ich im Schattentanztempel ererbt hatte. Ich sah das Ritual vor meinem geistigen Auge und handelte entsprechend. Ach, zu schade, dass das Drachenhorn es nicht überstanden hat. Wenigstens hielt es lang genug, um Kalgrontid zu verbannen. Sind wir uns wirklich sicher, dass wir Kalgrontid besiegt haben? Er schien zum Ende wirklich außerordentlich mächtig. Er wurde mit jeder Zufuhr von Macht, die er absorbierte, größer. Doch das Horn riss ihn aus Jodes Kern heraus, was es mir erlaubte, das Ritual und die Mondfinsternis zu beenden. Und im Anschluss? Nun, das ist eine Sorge für einen anderen Tag, ja. Warum hat die Mähne einen Gesandten geschickt? Ich kann ohne Segen der Mähne nicht zur Königin ernannt werden. Lass dies aber meine Sorge sein. Fürs Erste solltet ihr euch ausruhen. Wir müssen unsere Gefallenen ehren und mehr über das Schicksal unserer Truppen am Mondtor erfahren. Und danach feiern wir einen neuen Morgen für Elsweyr. Alles klar. Wir haben Fünfkralle. Einen Augenblick bitte. So, gut. Das werde ich in der nächsten Folge machen. Wir sehen uns dann hoffentlich hier wieder. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.